Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich über das große Interesse und begrüße natürlich Frau Renken-Oltrop und Herrn Professor Steiner meinerseits auch ganz herzlich. Herrn Professor Steiner muss ich in Erfurt nicht begrüßen, aber Frau Renken-Oltrop. Ich kann mit ganz großer Freude vermelden, dass wir am Standort Erfurt eine neue Hochschule haben werden, die Health and Medical University, die als nichtstaatliche Hochschule unser Angebot an Hochschulplätzen erweitern wird. Und zwar in einem Feld, das für uns besonders interessant ist. Aber zunächst einmal freue ich mich, dass die Gespräche, die wir geführt haben, Frau Renken-Oltrop, in den letzten Monaten so erfolgreich ein Ergebnis gezeitigt haben. Ich freue mich, dass Sie an Ihre Wurzeln zurückkehren. Sie werden uns vermutlich etwas darüber sagen, dass Sie keine Fremde sind in Thüringen, sondern hier vielfältige Aktivitäten in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart vornehmen. Wir haben in den letzten Monaten intensiv über die Frage diskutiert, wie wir das Angebot an medizinischer Ausbildung, an Ausbildung in Gesundheitsberufen in Deutschland, aber insbesondere auch in Thüringen verstärken können. Es ist ja nicht so, dass wir einen Ärztemangel hätten. Die Zahl der Ärztinnen pro 100.000 Einwohner ist deutlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestiegen. Aber wir haben eine große Herausforderung, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum in einigen Gebieten, die nicht ganz so attraktiv sind, sicherzustellen. Wir haben uns mit dem Landtag darauf geeinigt, dass wir die Studienkapazitäten in der FSU-UKJ um 10% erhöhen, immerhin 3 bis 4 Millionen Euro Aufwendung. Und Sie wissen, dass wir für unsere Hochschulen, unsere staatlichen Hochschulen, eine immense Summe Geldes aufwenden. Über 2 Milliarden werden in der Rahmenvereinbarung 5 bis 2025 den Hochschulen zur Verfügung stehen. Ein Aufwuchs jährlich um 4%. Das machen uns wenige Bundesländer nach. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip einen Aufwuchs von 300 Millionen Euro in diesem Zeitraum haben werden. Und der ist dazu da, die staatlichen Hochschulen zu stärken. Wir haben bereits zwei nichtstaatliche, das SAH bzw. die IBU, in Thüringen ansässig. Und jetzt werden wir das ergänzen um eine dritte. Ich freue mich darüber, dass nicht nur unsere Gespräche mit dem Ziel der staatlichen Anerkennung zum Erfolg geführt haben, sondern dass es intensive Gespräche mit Ihrem Kooperationspartner, dem Helios Klinikum, gegeben hat. Und dass natürlich auch Kooperationen, insbesondere mit Jena, in der Zukunft verstärkt werden. Ich bin sehr froh, dass wir das Angebot erweitern können und Thüringen zu einem noch attraktiveren Standort machen. Und deshalb ein ganz, ganz herzliches Willkommen in Thüringen, am Doppelstandort Thüringen-Potsdam, Erfurt-Potsdam. Und ich freue mich auf unsere weitere gedeihliche Zusammenarbeit. Vielen Dank. Und ich gebe den Ball an Sie weiter, ohne dass der Pressesprecher dazwischen noch mal was sagen muss. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Minister Tiefensee. Ja, also für mich ist das heute hier ein total emotionaler Moment. Und ich muss auch gucken, dass das nicht zu emotional wird. In der Tat, ich habe viele Jahre in Thüringen gelebt. Ich habe hier studiert, meinen ersten Lehrerjob in Oberhof gehabt, bin über einen Ausreiseantrag nach 3 Jahren Wartezeit vor der Wende in den Westen gegangen. Und ich freue mich, dass ich heute hier zurückkomme mit der Hochschule. Und das ist wirklich eine ganz persönliche und eine ganz emotionale Sache. Ich habe in Gera seit 30 Jahren ein Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe und bilde dort Physiotherapeuten, Ergotherapeuten aus und mittlerweile eben 4 Hochschulen. Und davon ist die HMU das jüngste Kind in der Hochschulfamilie. Der Hochschulverbund hat insgesamt 7.000 Studenten. Das will ich manchmal gar nicht so selber wahrhaben, aber es ist so.
Wir haben in Hamburg begonnen mit der Medical School in Hamburg und haben dort einen fast achtjährigen Weg beschritten, was die Anerkennung des Medizinstudiengangs angeht, durch den Wissenschaftsrat. Hier war Helios Schwerin mein Begleiter. Von daher bin ich auch sehr eng mit der Helios-Familie verbunden und freue mich einfach, dass wir jetzt in Erfurt ein weiteres Helios-Haus hier als Kooperationspartner haben. Die HMO wird ihren Standort hier in Erfurt haben. Und der Standort Potsdam wird selbstverständlich in der Form, wie wir ihn aufgebaut haben, wir haben mittlerweile auch dort 500 Studenten und sind ein Jahr erst sozusagen dort, auch mit allen Akteuren vor Ort, mit dem Ernst von Bergmann weiterlaufen, natürlich, ganz klar. Und ja, was soll ich sagen? Also ein wunderbarer Moment. Das Medizinstudium ist natürlich ein besonderes Studium, das muss man sagen. Ich denke, es ist das schwerste Studium, was es überhaupt gibt, würde ich jetzt mal so behaupten. Zu den Studierenden, da darf ich aus den Erfahrungen sprechen, die wir in Hamburg haben, aber auch in Berlin. Wir haben einfach Studierende, die zum einen durch ein Auswahlverfahren müssen, aber der NC ist nicht das Kriterium. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass jeder eine Chance hat, auch nach einem Abitur, was noch nicht so glücklich war, diesen Weg zu gehen. Wir haben sehr viele Studierende, die auch bereits in den Gesundheitsberufen eine Ausbildung gemacht haben und die Chance nach langer Wartezeit dann wahrnehmen können. Sie werden sich sicherlich die Frage stellen, wie bezahlen die das? Ja, also das Klischee privater Hochschulen wird ja teilweise bedient. Hochschule, Kinder, reicher Eltern. Ich kann das nicht bestätigen. Reicher. Kinderreicher und reicher. Ja. Ich kann dieses Klischee nicht, das kann ich absolut nicht bestätigen. Also wir haben sowohl in Hamburg als auch in Berlin, wo wir auch die Medizin haben, es sind wirklich mindestens 80% der Studierenden, die zum einen das über Kredite finanzieren, durch eigene Tätigkeiten, durch Arbeiten nebenbei. Gut, es gibt auch 20%, die müssen sich auch nicht ihrer Herkunft und der Möglichkeiten ihrer Eltern schämen, würde ich jetzt mal so sagen. Und was vielleicht noch mal ein ganz besonderes Kriterium ist, auch mit der Pandemie haben sich noch mal die Prioritäten der Eltern, in Bildung ihrer Kinder zu investieren, wesentlich verschoben. Es gibt ganz, ganz extrem viele Elternhäuser, die sehr dankbar sind und die den Fokus ganz klar auf die Ausbildung ihrer Kinder legen und die sich, man kann fast sagen, das vom Munde absparen, um eine solche Ausbildung dann auch zu bezahlen. Der Studiengang Humanmedizin, ich erwähnte es bereits, ist durch den Wissenschaftsrat akkreditiert und er folgt dem Curriculum des Regelstudiengangs nach der Approbationsordnung. Das heißt also, unsere Studierenden werden sich nach 4 Semestern auch der sogenannten M1, früher Physikumsprüfung, stellen. Das haben sie auch jetzt schon in Hamburg getan. Das heißt, hier ist auch ein ganz klares Leistungsparameter eingebaut, um zu gucken, wo stehen wir. Und werden dann danach in den klinischen Abschnitt gehen. Wir werden hier in Erfurt neben der Medizin auch das universitäre Bachelorstudium Psychologie und den Masterstudiengang Psychotherapie anbieten nach der neuen Approbationsordnung für die Psychotherapeutenausbildung. Und für die Zukunft ist auch Hebammenwesen geplant, wo, denke ich, auch ein gewisser Bedarf da ist. Also ich freue mich einfach auf den Standort hier und ich freue mich auf die Zusammenarbeit sowohl mit dem Helios-Klinikum und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit hier mit dem zuständigen Ministerium, was mir ja so nicht fremd ist. Wie gesagt, 30 Jahre Schulen habe ich ja auch in Gera. Also von daher sind wir keine Unbekannten miteinander. Danke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gedanke, studentische Lehre und klinische Forschung wieder auf unserem Campus in Erfurt zu etablieren, und das ist wieder ein sehr emotionales Thema, gerade im Klinikum in Erfurt mit der großen Tradition auch der medizinischen Lehre an unserem Haus, der begleitet uns schon seit vielen Jahren und seit langem. Jetzt haben wir die Chance, mit einem kompetenten und erfahrenen Partner an unserer Seite den kompletten Studiengang Humanmedizin in Erfurt mitgestalten zu dürfen. Das ist für uns eine große Freude. Es ist auch eine Herausforderung, aber ich glaube, wir können mit gutem Recht sagen, als Klinikum der Maximalversorgung mit unseren ausgewiesenen Experten, die wir in über 30 Fachrichtungen haben, wer soll diese Aufgabe meistern, wenn nicht wir? Es ist eine Vision, die wir immer hatten, die jetzt hoffentlich Wirklichkeit wird.
Jetzt liegt es in unserer Hand und ich bin sehr dankbar, dass uns diese Chance gegeben wird. Gleichzeitig muss man sagen, wir sind seit vielen Jahren in enger Kooperation mit dem Universitätsklinikum in Jena. Wir sind akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums. Wir haben diverse Kooperationen und gemeinsame Projekte. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz laut betonen, das soll und wird sich nicht ändern. Wir werden gemeinsam weiter die medizinische Versorgung in Thüringen und eben vielleicht noch ein bisschen stärker als bisher gemeinsam auch mit den Jena-Kollegen die Ausbildung junger Ärzte in Thüringen gestalten können. Für mich ist das ein Tag der ganz großen Freude und ich möchte einfach Herrn Minister Tiefensee und auch Frau Rehnken-Oldhoff einmal an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank sagen, weil, wie gesagt, da kommt viel Arbeit auf uns zu. Wir sind bereit, die zu leisten. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und wie gesagt, auch für mich ein sehr emotionaler Moment. Vielen Dank, Herr Professor Steiner. Jetzt treten wir mal hier davor. Und das ist ganz unprätentiös. Das ist ein formelles, dickes Schreiben, das die staatliche Anerkennung beinhaltet. Und das haben wir hier in diese blaue Mappe gelegt. Dann machen wir das vielleicht mal so. Hier ist der Freistaat Thüringen zu sehen. Das darf ich Ihnen mit herzlichen Glückwünschen überreichen und auf gute Kooperation. So. Vielen Dank, herzlichen Herr Minister Tiefensee. Wir werden Ihre Erwartungen hoffentlich erfüllen. Ich bin mir sicher. Ja.